Hallihallo, Hallöle und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Talk über Star Wars The Old Republic. Ja, hallo. Wir sind seit langem wieder da und haben keine Ahnung, was wir machen müssen, weil wir sind jetzt ungefähr seit 5 Minuten auf dem Server und sind fast zwei Monate, denke ich, waren wir einfach mal nicht da. Aber wir sind zurück. Wir sind zurück. Und da unten ist eine Quest. Und zwar bei Hendrix Widerstandsversteck. Ich nehme an, das ist die wir brauchen. Wobei war Star Wars nicht eigentlich so das letzte Projekt, was wir eigentlich aufgenommen haben? Ich dachte, Iron wäre das letzte gewesen. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Kann ich dir jetzt nicht sagen. Ist auf jeden Fall eine Weile her. Das stimmt. Ja. Und wie ist es dir so ergangen in der Let's Play-freien Zeit? War ja nicht Let's Play-frei. War ja nur für dich Let's Play-frei. Für mich war sie, un-Let's Play-frei, weil ich ja noch die anderen Projekte hatte. Dü-frei war sie, genau. Genau. Läufst du übrigens in die richtige Richtung? Nur mal so? Ja, eigentlich ja schon. Wir wollen ja hier zu dem Lilan, glaube ich, oder? Ja, aber es kann sein, dass wir... Achso, wir sind noch gar nicht Gruppe. Haha. Wollte gerade sagen, ich sehe dich gar nicht. In Globale einladen. So, okay. Bei mir ist Lila du hast unten. Unten hast du noch mal was. Ja, das meinte ich. Und oben sehe ich bei dir gar nichts. Alter, achso, geht's dann wahrscheinlich ins nächste Gebiet. Ja gut, dann machen wir halt das mal unten. Jo. Okay. Mach mal. Also ich hatte jetzt wirklich ja nur den oberen Teil der Karte halt angezeigt und mehr war da gerade noch nicht gewesen. Ach so. Okay. Ja gut, ich sehe. Ach ja, jetzt sehe ich's da. Wolke des Todes, Dulani und so. Oh, hoppsa. Mistvieh hat mich rübergeschubst. Konntest du denn die Zeit ein bisschen nutzen? Soweit es ging. Also wie gesagt, genutzt habe ich sie in der Hinsicht, dass ich ja auch hier jetzt schon auf das Aufnahmeprogramm geändert habe. Ich habe auf OBS umgestellt, was das Ganze doch ein bisschen leichter macht. Einmalig jedes Spiel oder jedes Projekt ein bisschen eingestellt. Und dann, sobald es einmal eingestellt ist, wie gesagt, ich habe jetzt keine Probleme mehr mit Audacity und anderes Zeugs, auch wenn ich mich... Lässt du gerade noch Audacity laufen oder sowas in die Richtung? Oder hast du normalerweise jetzt, wollte ich das machen, aber ich habe es heute vergessen und insofern nö. Ich sehe ja an den Ausschlägen von Mikro und GameZone, dass das so halbwegs passt. Wenn nicht, wie gesagt, sind die Tonspuren nochmal drin, dann kann ich die auch nochmal direkt aus dem Video ziehen. Das passt dann auch und nachbearbeiten. Und natürlich, dann wie gesagt, ich habe einen Echtzeit-Equalizer habe ich mir eingebaut, weil, wie gesagt, eine gewisse Nachbearbeitung habe ich immer gemacht bei Audacity und so kann ich mir die halt sparen. Was macht der Equalizer nochmal? Verschönert die Stimme quasi, macht es ein bisschen natürlicher. Weil man hat ja immer, wenn man in dem Mikro spricht, ist die Stimme meistens ein bisschen so blechern und so weiter und so fort. Verstärkt die Stimme, du kannst halt quasi eine Verstärker einbauen. Für den Fall, dass du halt wirklich ein Mikro hast, was so leise ist, macht der das ein bisschen lauter. Kannst diverses Zeugs machen und wie gesagt, halt auch, sagen wir mal, die Stimmlage ein bisschen verändern, dass er kräftiger und einfach besser klingt. So. Mhm. Ich hatte ja immer ein paar Probleme gehabt, dass ich, wenn ich mal irgendwie, keine Ahnung, das habe ich in einer der letzten Minecraft-Folgen, hatte ich das hier speziell Codex jetzt gemerkt. Falls du den willst. So, ja, warte mal. Ich habe das in einer der letzten Minecraft-Folgen, hatte ich das speziell gemerkt, dass wenn ich jetzt zum Beispiel auf einem anderen Bildschirm geschaut habe, hat sich die Stimme halt verändert. Also von der Lautstärke her. Das war halt irgendwie, das ist ziemlich kacke. Und wenn ich mir das irgendwie bei anderen YouTubern oder größeren mir so anschaue, egal wie die sich bewegen, ihren Kopf halt, die Lautstärke bleibt halt immer gleich. Ja, das liegt zum Teil daran, dass sie einen Equalizer drin haben, der, sagen wir mal, das automatisch noch mit an den automatischen Lautstärkeregelungen und sowas. Das ist aber dann halt ein Hardware-Equalizer, der meistens dann noch ein paar bessere Funktionen hat. Ich habe nur halt quasi eine Software-Version runtergeladen, die das in Echtzeit macht. Ob das da auch geht, weiß ich nicht. Letzten Endes kommt es halt auch drauf an, wie man das Mikro eingestellt hat von Haus aus. Man kann halt quasi das Mikro dann ein bisschen leiser stellen und dann den Equalizer das halt direkt hochregeln lassen. Wäre günstiger, aber ist nicht bei jedem so. Und ansonsten, auch bei mir merkt man es manchmal, aber ich denke mal, ich habe vielleicht von Haus aus eine bessere Einstellung gehabt, weil bei dir hat man es immer deutlich gemerkt. Bei mir zumindest, soweit ich das weiß, zum Beispiel drehe ich jetzt meinen Kopf gerade auf den anderen Bildschirm. Ich weiß nicht, ob man da was mitbringt. So, jetzt wieder gerade, hier ganz leicht, ne? Ganz leicht leiste, genau. Aber halt nicht so extrem stark wie bei dir teilweise, ne? So relativ stark halt, genau. Auf jeden Fall, ne? Wie gesagt, kommt halt manchmal auf die Mikroposition an. Du kriegst das schon. Der flammende Speer fliegt. Bewegung. Dann mal los, Jungs. Zeigen wir den imperialen korellianische Gastfreundschaft.
ja, der flammende Speer fliegt. So, wie gesagt, Vorteil ist natürlich auch, deswegen habe ich ja ursprünglich auf OBS umgestellt, dass ich einfach gleichzeitig die Kamera mit reinrendern kann, wenn ich mit Facecam aufnehme. Ist jetzt ein Vorteil, den du nicht nutzen wird, weil der ist einfach zu hässlich dafür. Lässt sich aber nicht ändern. Gewagte Worte, mein Freund. Gewagte Worte. Wahre Worte, mein Freund. Wahre Worte. Gewagte. Wahre. Und 12 Uhr, und natürlich, Uhr Pausenhof ohne Treten, wenn du Bock hast. Ja, aber morgen. Mit Schlagring. Ja, bring meine Elektroschocker genau. Mit. Und was natürlich auch der Fall ist, was gerade mir jetzt zum Vorteil gereicht ist, weil ja, meine eine Festplatte ist ausgefallen, die ist jetzt hinüber. Ich habe zwar jetzt die neue da, kam aber noch nicht dazu, die einzubauen. Von wo wird's denn angegriffen? Von draußen. Und ja, die Datenmengen sind halt größer. So kann ich auch mal auf die andere Festplatte aufnehmen, auf der ich spiele. Das wäre mit Dextery oder Fraps, wäre das absolut kein Problem. Und übrigens, für den Fall an alle YouTuber oder an alle, gerne selber mal aufnehmen möchten, OBS Studio ist vollkommen kostenlos, könnt ihr euch vollkommen freeware-mäßig runterladen. Kostet nichts. Ist ein immenser Vorteil im Vergleich zu anderen Programmen. Warum ist es teilweise dann, ich meine, stärker wie jetzt andere Sachen? Und es ist noch nicht ganz so bekannt. Es ist nicht stärker, also es ist auf jeden Fall bekannter. Also ich weiß zum Beispiel, dass Gronkh momentan nur noch mit OBS aufnimmt. Achso. Deswegen viele andere machen das auch. Also ich habe, ich habe gedacht, ja, wenn der das macht, probiere ich das mal. Wenn das wirklich bei ihm sehr gut funktioniert, warum sollte ich das nicht auch bei mir funktionieren? So, wir quatschen mal mit dem Typen da. Und ich versuche mich ja immer zu verbessern. Macht eure Leute bereit. Der flammende Speer fliegt. Sehr gut, sehr gut. Wir stoßen kampfbereit bei der Fabrik zu euch. Sehr schön. Ich habe natürlich keine Ahnung mehr, was das hier für ein Codewort ist. Flammender Speer fliegt. Aber es wird schon so einen Grund haben. So, okay, gehen wir wieder raus. Jo. I'm on the way. Ich sammle meine Truppen quasi jetzt auch. Deine hatten wir in den letzten Folgen gesammelt. So viel weiß ich noch. Da sind wir ja auch viele alte Jedi-Bekannte getroffen. Naja, jetzt sammle ich meine zusammen. Der flammende Speer fliegt. Haha. So, aber wie gesagt, ich bin recht zufrieden. Auch wer lieber mit dem zusammensammeln. Nee, mit OBS, um wieder aufs Thema zu kommen. Auch wer, sagen wir mal, lieber Outer City quasi als extra Tonspur das Mikro aufnimmt, das geht ja trotzdem. Das lässt sich ja trotzdem machen. Ich habe es jetzt so umgestellt, extra deswegen, weil ich mich jetzt, wenn ich mal niesen oder husten oder der Dingensen muss, ich habe ja keinen Ausschalter am Mikro oder irgendwo anders. Und ich habe es auch in der Aufnahme bei Outer City, geht das nicht, dass du dich mal schnell mutest. Hier geht das schon. Ich kann jetzt einfach mal sagen, plopp, drück einen Knopf und schon bin ich gemutet. Für Dü, für den DS und für euch auch. Für den Rest der Welt. Genau. Wobei ich es so eingestellt habe, dass ich halt quasi jetzt zwei Mute-Hotkeys habe, dass ich einer, der mutet den Dü, ich höre die Dü nicht, er hört mich nicht, dann sind sogar drei. Einer, da kann ich quatschen, aber Dü hört's nicht, aber ihr hört's. Und noch ein weiterer, wo keiner was hört. Außer ich hier vor dem Mikro, natürlich. Klingt doch gut. Jo, finde ich auch. Lalalala. So, wohin da hinten? Hörst du das dann komplett überhaupt nicht oder hörst du das dann nur in der Tonspur nicht? Nee, du hörst das komplett überhaupt nicht, weil du ja gerade die Tonspur dann deaktivierst. Achso, okay. Es ist Zeit. Der flammende Speer fliegt. Darauf habe ich mich schon gefreut. Alle Mann los! Na komm, los geht's. Söldner. Ja. Aber wie gesagt, du hörst es halt komplett nicht. Komplett. Jo. Und niesen willst du ja eh immer komplett rausschneiden. Oder zum Beispiel, wenn die Freundin gerade reingeeiert kommt, das will man auch meistens komplett rausschneiden. Geht aber nicht. Übrigens, hast du auch gerade gehört. Ja, ich weiß, dass du es gehört hast. Man hört, dass du es hörst. Was will sie? Achso, sie guckt gerade Hochzeitskarten. Kassen? Kann das von weitem nicht lesen. Sag mal, komm, du hast dich doch sonst auch immer vor die Kamera getraut. So. Knallst du noch ans Mikro an? Toll. So schlimm. Buffet, das Hochzeitsessen. Ja,
Oh, das klingt gut. Da bin ich dabei. Oh, Hochzeitsessen. Okay. Ja, genau. Ja, Hochzeitsessen. Ja, Hochzeitsessen, genau. Macht was Ordentliches, ich hab Hunger. Für K 25 Leute, extra Wurst für Dü. Weil der ist auch eingeladen, ja, der wird mein Trauzeuge, genau. Übrigens. Habe ich das schon mal gesagt? Ich weiß es nicht. Gute Frage, keine Ahnung. Einfach nur, damit er sich nicht ausgeschlossen fühlt, habe ich gedacht, ach komm, letztes Mal als Trauzeuge, vielleicht nicht schlecht. So, guck mal, da oben ist ein defekter Thermalmer. So. Und da ist er dann nicht so traurig. Ja, genau, richtig. Genau. Weil, nämlich die Woche davor, ja, wäre es nämlich gar nicht gegangen, nämlich da, wo er seinen Polterabend feiert. Ja. Weil ich mir da nämlich auf Malle die Hucke zusauf. So ist es. Ja, genau so ist es. Mhm. Weil er ein alter Säufer ist und unbedingt nach Malle muss. Und zwar, im Übrigen, das darf man auch sagen, er fährt da ohne Freundin. Auf Malle ohne Freundin, da wissen wir ja alle Bescheid, was da wird, ne? Also für den Fall, dass Leute im Interesse haben, Dü wird bald Single sein. Wo läufst du denn eigentlich hin? Ist hier oben was? Ich hab keine Ahnung. Ich glaub einfach irgendwas. Du bist hier mitten auf dem Schrotthaus. Was gibt's denn jetzt hier? Ja, was gibt's denn jetzt hier eigentlich an Essen? Schnitzel für den Dü. Mehr nicht. Das ist sauber. Frank Zander macht die Musik. Ach nee, das ist Fisch. Dem gibt's auch. Schweinroulade gibt es alternativ, Buttergemüse, höchstwahrscheinlich Karotten, Pommes, Kartoffeln, Reis, Obstplatte mit Saisonobst, Hähnchenbrust, Toskana und Hawaii, Champignons, Soßen, okay, diverse, Suppe eventuell, steht hier ein Fragezeichen, eine Plüschplatte, Fischplatte und Chicken Nuggets. Nein, die brauchen wir nicht, die können wir rausstreichen. McDonald's wollen wir nicht essen. Chicken Nuggets? Ja. Die will unbedingt meinen Schatz haben, aber Chicken Nuggets, McDonalds, ne, dir können wir McDonalds anbieten, das reicht. Ja, das ist auch in Ordnung. Obwohl, nee, warte mal, das ist so teuer, das geht nicht. Ja, bring mal. Also so das übliche, ja, also nichts Besonderes. Ja, also du kriegst Pommes vom Imbiss. Ja, genau, richtig. Naja, gut, auf jetzt. Keine Ahnung, die Pommes vom Imbiss, die sind halt genauso wie die Pommes in der Gaststätte. Ja, genau. Wird sich nicht viel nehmen, glaube ich. Ja, und wie gesagt, eingeladen ist ja der Dylan und selbstverständlich seine Freundin als Begleitung ist natürlich auch geladen. Das heißt, da er ja, wie gesagt, dann zu dem Zeitpunkt Single ist und wenn ihr mich mal kennenlernen wollt, müsst ihr halt mal mit Dü-Anbietern, dann klappt das vielleicht. Mit was? Hä? Ja, wie gesagt, du bist ja zu dem Zeitpunkt Single und wenn sie mich mal kennenlernen, dann müssen sie halt dich mal als Freund akzeptieren. Ach so, okay. Das heißt, jede Freundin, die du bekommst, jetzt hast du das im Hinterkopf, will automatisch, jede Freundin, die du bekommst, will eigentlich mich. Das wirst du jetzt immer im Hinterkopf haben. Oh mein Gott. Jetzt hab ich dir das Leben versaut. Ist das eklig. ist ja auch mit der aktuellen so, kann ich ja verstehen. Ich kotz gleich. So. Ja, nee, wir hatten, weil wir gerade beim Essen waren, ich sehe gerade, ich habe gerade meinen Bist also, wieder sehr leise? Den schon. Ich bin sehr leise? Ja, mal bist du laut, mal bist du leise, du kannst dich auch nicht entscheiden. Echt? Das ist zum Kotzen. So, das warte ist mal. Zum Kotzen. Ja, jetzt geht's wieder, hier, warte mal, ich tu mal deine Lautstärke im TS ein bisschen hochschrauben, so. Die war vorher ein bisschen höher, da habe ich sie runtergeschraubt und jetzt fängt er an wieder zu nuscheln. Schmeckt echt. Ja. Ne, es kommt halt drauf an, je nachdem, ja, es liegt halt echt an der Mikroposition halt, da habe ich noch nichts Festes gefunden. Ja. Aber ich glaube, das werde ich auch wahrscheinlich, wenn dann erst in der neuen Wohnung bin, dann mal wirklich mal einen festen Platz heraussuchen. Ach so, warum? Ja, naja, gut, weil das hier, keine Ahnung, das Mikro, das neigt sich momentan aufgrund des Gewichtes, neigt sich der Ständer halt irgendwie ein Stück weit, ja, auf die Seite des Gewichtes. Ja, 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 ja. Also der Ständer neigt sich aufgrund des Gewichtes, als ob ich dir das glauben sollte. So. Das Gehirn, der Ständer. Ja. Ja, doch, auf jeden Fall.
doch, doch. Das ist schön so. Ja, ne, was hast denn du? Ich habe ja mittlerweile umgestellt auf so einen Tisch angeklammerten hier, ja. Nee, Arm. Das habe ich nicht. Ich habe noch. Ja. Ich hatte vorher auch so einen Bodenständer, den ich hatte. Da hatte ich immer ein Gegengewicht hinten dran gehängt. Da habe ich einfach einen alten Sack oder sowas, der konnte man hinten ranhängen. Und ja, Ständer am Sack, ich weiß. Sack am Ständer. Genau, richtig. Zum Ausgleichen. Genau, zum Ausgleichen. Ich weiß nicht, das ist heute, genau. Auf jeden Fall. Ey, hier ist noch einer. Hau ab! Jetzt ist er weg. Benutze den Holo-Kommunikator. Mach ich. General, ich habe die Leitungen blockiert. Bleibt auf Empfang. Agent Helfer stellt gerade die Daten zusammen. Seid ihr da draußen auf viel Ärger gestoßen? Nö. Es gab da ein paar Unruhestifter, aber sie haben ihren Irrtum erkannt. Hatte schon fast vergessen, wie viel Spaß es macht, mit euch zu arbeiten. Wartet mal, wir bekommen etwas herein. Eine der Chemiefabriken hat Accelerit abgeschöpft. Das müssen unsere Sith-Bombenbauer sein. Ich schicke euch und eurem Stoßtrupp die Koordinaten. Ihr trefft euch drinnen. Schnell! Ständer, Sack, Stoßtrupp. Wird immer schwimmer hier. Ich denke, genau. Wir sollten mal die Folge unterbrechen, bevor das hier zu schweinig wird hier. So geht's nicht. Ich würde mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Ja, ihr könnt ja auch gerne mal Comics schreiben, wenn ihr selber Videos macht oder wie ihr es macht und so weiter und so fort. Und natürlich, was ihr davon findet, dass früh bald Single sein wird. Bis zum nächsten Mal, bis denn. Tschüss. Tschüss.